herr präsident! während europa waffenlieferungen und hilfsgelder stoppte gibt es bereits neue finanziers allen voran saudi arabien das sich hierfür anbietet. und das geht zu lasten der in ägypten lebenden christen der kopten die bereits zu mursis zeiten unter brutalen übergriffen leiden mussten denn neben anhaltenden angriffen durch die moslembrüder im norden ägyptens bereits in den letzten wochen wurden fünfunddreißig koptische kirchen angegriffen zahlreiche häuser zerstört es gab auch todesopfer muss man nun durch das saudi arabische geld eine verstärkung der salafisten erwarten. mehr einfluss wird das heißen für die salafisten. lady ashton wir müssen ägypten klarmachen auch den neuen machthabern den militärs dass ägypten in zukunft in vielerlei hinsicht europa brauchen wird. aber ägypten muss auch sicherstellen dass demokratische grundwerte geachtet werden und ethnische und religiöse minderheiten zu schützen sind. besten dank!